Ja, das wird ein Scheiß. So, was erforschen die? Die erforschen den da, dann. Ich baue noch Einheiten. Baue mehr. Du bist gar nicht in meinem Team, weil warum auch immer. Wer meldet sich zum Dienst? Du, was auch immer du kannst, mir egal, du bist groß und machst doch einen Schaden. Was ist abgeschlossen? Sag mal, habe ich nicht gesagt, du sollst was erforschen? Warum hört er ständig damit auf? Ich habe doch Ressourcen. Achso, die Suche könnte abgeschlossen sein. Lokalisierungsmodus bereit. Sensoren in Betrieb. Nein! Ich habe da keine Türme. Radier ihn aus. Und tschüss. Alter, was das Ding für Schaden reinfrisst. Und das killt halt mit einem Schuss einen meiner Einheiten. So sind meine Commanders. Ich würde sagen, ich repariere jetzt mal alles, aber das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, würde ich sagen. Schnauze, einen Turm bauen. Muss die natürlich auch noch alle selbst suchen immer. Das ist doch zum Kotzen. So, gut. Ah! Und tschüss. Oh, ficken. Und tschüss. Ich muss langsam mal angreifen. Entwicklung. Meinst du mit der Entwicklung abgeschlossen, dass sie abgeschlossen ist, oder hast du sie da einfach eingestellt? Du hast sie schon wieder eingestellt, oder? Nein? Nein, überraschenderweise nicht, okay. Boulderkanonen, ich weiß nicht mehr, welche Waffe was taugt, aber okay. Welche Entwicklung, wo, wann, was, wieso, weshalb, warum? Ist nicht abgeschlossen. Was laberst du für eine Scheiße? Was ist dein verficktes Problem? Apropos Problem. Brauche ich noch Einheiten? Nein. Boulderkanonen. Bauen wir ein paar davon, so Abwechslung haben. Schön ist, dass die ab einem gewissen Punkt einfach grün angezeigt wird und dann weißt du halt nicht, ob die komplett repariert sind oder nur ein Stück weit beschädigt sind oder. So, damit wir ein bisschen Mischung haben. Nee, nicht schon wieder so einer. Ja, und tschüss. Oh nein, er hat daneben geschossen, weil er war betrunken. Ah ja, da kommen natürlich noch mehr Gegner, das ist perfekt. Oh nein, ich hoffe, welche von denen. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Wie viele Ressourcen habe ich denn überhaupt noch? Ach, ich habe gar keine Zeit, um nach Ressourcen zu gucken, weil ich erstmal danach gucken muss. Was? Ja. Schieß doch schon. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man in dem Spiel auch noch irgendwie groß Einheiten selbst steuern kann. Das geht gar nicht, weil es ist. Dafür ist die KI gar nicht vorhanden. Und dieses Langsamer, das klingt mehr wie so eine Ausrede. Oh, wir konnten es nicht besser, deswegen.
Haben wir es halt einfach so gemacht, weil... Merkt schon niemand, wenn es kacke ist. Kann man denn noch so bauen? Medikommander, ja. Bald kann ich nichts mehr bauen. So, hast du schon unten irgendwas Neues? Es gibt keine Ressourcen mehr, toll. Ich muss jetzt... So, meine Minen sind alle leer. Sehe ich das jetzt richtig? Leer, leer, leer. Ja. Wie der Kopf von den Zuschauern. Ja, hallo, ihr sollt doch da mal reparieren. Nicht den, den. Hey, jetzt kann ich die fetten Knights bauen. Perfekter Zeitpunkt, jetzt wo ich keine Ressourcen mehr habe. Ach nein! Und ihr müsst natürlich wieder da rausfahren! Das Scheiße nochmal! Nein, zurück! Ja, hast du was gefunden? Nein. Reparierst du den da mal? Wer ist bereit zum Kampf? Unser Vorrat an Baumaterialien. Ja, ich weiß. Fahr mal nach da hinten, vielleicht ist da noch irgendwas. So, was kommt da angewalzt? Schrott, okay. Wo läufst du denn schon wieder hin? Nach welchen Prioritäten reparierst du denn? Da ist einer gelb oder orange oder was auch immer. Was ist, wenn du den mal zuerst reparierst? Hm? So, ich habe keine Ressourcen mehr. Dann kann ich jetzt das Sterben fahren. Ja, toll. Ich habe fast schon eine Armee. Ja, wieso wird denn der nicht repariert? Hallo? Achso, jetzt. Kann man den nicht irgendwie Auto-lokalisieren schicken? Nein. Jetzt kann ich ihn wiederverwerten, toll. Das wird es bestimmt bringen, ressourcentechnisch. Bin ich ganz weit mit vorne dann. Gut. So, wir fahren auf jetzt nach oben oder nach rechts? Macht bestimmt voll den Unterschied. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute nicht so viel aufnehmen werde, weil... Ich weiß nicht. Vielleicht, weil das Spiel scheiße ist. Aber ich könnte sie wiederverwerten. Das wird bestimmt richtig bringen, nochmal ressourcentechnisch. Schön ist auch, dass die alle eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben, sonst wäre das irgendwie toll, wenn die alle gleich schnell wären. Aber das ist in Spielen ja irgendwie immer so und in den meisten Spielen kann man das halt auch nicht einstellen, dass die dann vielleicht so, ja... Mach mal Geschwindigkeit langsamste Einheit. Das ist ja immer so eine Sache der Unmöglichkeit. Wer und geiles. Ich weiß, dass ich kein Baumaterial mehr habe, verfickte Scheiße. Warum glaubst du, wo greife ich jetzt an? Hm? Weil ich noch Ressourcen habe, um mehr Einheiten zu bauen? Wohl kaum. Wieso zur Hölle? Was willst du denn jetzt von da hinten? Wo kommst du überhaupt her? Weil die sich wieder auf 20 Kilometer verteilen. Großartig. Und sie sehen es auch nicht ein, das irgendwie zu ändern, weil... Kommen wir denn da hin? Empire Earth. Ich sag's euch. Wo ist meine Atombombe? Die mache ich platt. Ich spiele, glaube ich, hier eher das Add und da gibt's den ja nicht mehr. Okay, Enforcer kann man bauen. Braucht das Ressourcen, ihn zu reparieren? Vermutlich schon.
Oh Gott, ich sehe da oben noch schon wieder Kontakt haben, oder? Ja, natürlich haben die Kontakt. Während die eine Hälfte immer noch irgendwo da unten ist. Hier läuft gar nichts. Ja, es braucht Ressourcen, um zu reparieren. Perfekt. Perfekt. Ja, ein paar stehen immer noch nicht da, wo sie sind soll. Der bleibt einfach stehen, weil Bewegungsbefehl. Wow. Ich denk mal drüber nach. Vielleicht, nein. Nein, sammeln. Ja, das wird ja eh wieder nichts mit dem Sammeln, weil zum Beispiel der da immer noch da unten steht. Ja, schieß doch mal. Ich weiß. Jetzt halt die Fresse. Niemand mag dich. Kann ich diese Maschine da nicht, die ständig mich darauf hinweist, dass ich keinen Baum mehr drin habe, nicht recyceln? Die bringt bestimmt gute Ressourcen. Ist hier irgendwo die Basis oder haben die einfach nur hier Einheiten rumstehen? Einheiten rumstehen. Zur Basis kommst du mit der Winzarmee eh nicht. Ah, oh, großartig. Stehe ich ja drauf, wenn die so große, fette Dinger kommen. Ich werde einfach mal wieder meine halbe Armee ausradieren. Ja, die können da nicht richtig reinschießen, ne? Ja, ich sollte aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel überspeichere. Das kann ich nicht mehr laden. Oh, gut, dass du dann laden läufst und stirbst. Danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Danke, ja. Das habe ich gebraucht, wirklich. Das war genau, was ich mir gewünscht habe. Lauf da nicht rein! Raus da! Raus! Puh, nein! Wieso kann der da rausschießen, aber ich nicht rein? Was soll die unfaire Scheiße? Ich kann doch reinschießen. Hin und wieder. Ah, großartig, da zerreißt sie meine Armee. Ich könnte natürlich den Medic nutzen und sie heilen, aber bis der fertig ist, kommen da 50 neue Einheiten, die mich schon wieder runtergeschossen haben. Das ist halt voll für den Arsch. Das ist so ein bisschen wie die Sanitäter in CNC. In welchem DLC war das? Das war Alarmstufe Rot, oder? Ja, da konnte man die dann, glaube ich, bauen. Die waren halt komplett nutzlos, weil... Ah, toll, kommt noch mehr. Und die eine Hälfte ist vorne, die andere Hälfte ist irgendwo da hinten zerteilt. Danke. Viertel Feuerkraft bei doppeltem Schaden einstecken. Danke. Halt die Fresse. Wie schalte ich die Stimme ab, ey? Welche Audiodatei muss ich löschen? Wie können die so schnell so viele Einheiten bauen? Und wieso kann ich das nicht? Das hier kommt an den Konga. Oh, ich habe eine Einheit gebaut. Zeit 50 Flugzeuge zu landen. Ja, da oben ist ein Turm. Wo ist da oben ein Turm? Was ist das? Militärwerk. Komme ich da hoch? Muss ich da hoch? Will ich da hoch? Ja, aber... Ah. Wo kommen denn die alle her? Ja, total easy das Spiel. Musst du die 2 Milliarden Einheiten jetzt allen Richtungen kommen, permanent vernichten. Hallo, zerstört ihn doch. Ah, toll. Ja, einen Scheiß machst du. Bleibst erstmal eine halbe Stunde stehen und machst gar nichts. Was ist das? Zivilistenwerk, was soll ich damit? Ich brauche den Pott. Oder Militärwerke. Wo irgendwie 50 Einheiten die Sekunde rauskommen. Und ich brauche einen Rauschfilter. Das geht mir auf den Sack, dieses Rauschen. Der Wahnsinn. Warum hab ich... Halt die Fresse. Wo ist dieser verfickte Pott? Ja, schön, dann geh halt sterben, mir auch egal. Das ist Militärwerk, das ist doch alles nur Müll. Ich brauche diesen verfickten Pott endlich.
Wo ist das Drecksteil? Warte mal, was ist das? Da, da steht Zeug. Da muss ich hin. Hoffe ich. Oder muss ich da hin? Ist das ein Pott? Nein, das ist kein Pott. Ja, wen juckt's? Wir haben keine Bauern mehr. Vernichte das Ding doch. Warum halten die so viel aus? Aus demselben Grund, warum deine Einheiten so weit weg sind. Weil das Spiel dich hasst. So, hast du den Pott gefunden? Ist das dein Pott? Nein, das ist ein raffinierter Schmelzmehl oder sowas. Das ist auch kein... Oh, da war da der Pott? War das der Pott? Ich weiß es nicht. Jetzt war da halt nicht hin! Dann wärst du auch nicht angegriffen. Selten der mir Vollidiot. Dann vernichtet es halt, wenn es unbedingt... Ich hab doch da irgendwas gesehen, das sah irgendwie komisch. Nein, das war es nicht. Nein, ach. Pott, da ist er doch. Ich bin falsch abgebogen. Na, großartig. Sagt einem wieder keiner, ne? Das schreiben sie nicht in die Kommentare, ne? Behaupten nur irgendwelche Lügen. Oh, ich habe es 20 Mal durchgespielt. Ist total einfach. Nein, ist es nicht. Komm, dann blast das da mal weg. Unterwegs ist keine Einheiten mehr rauskommen. Vielleicht komme ich noch bis zum Pott. Ist mein Locator noch da? Nein, der hat sich offensichtlich zerlegt. Schön, wie die eine Hälfte da hinten steht und die andere Hälfte dann so ein bisschen tut, als würde sie angreifen. Das ist großartig. Oh, das haben die Entwickler nur gemacht, das soll so langsam sein, ja, weil dann kann man auch mal die Einheiten richtig selbst steuern. Wir haben keine Bauern. Gut, die Wahrheit ist wahrscheinlich einfach, dass sie unfähig waren, mal eine vernünftige Wegfindung einzubauen, wie in fast jedem Spiel. Wer will schon ein Echtzeitstrategiespiel mit guter Wegfindung spielen? Also bitte. Was kommt als nächstes? CNC mit Sammler, die intelligent sind? Also wirklich. Zivilistenwerk interessiert doch kein Schwein. Wo ist denn der Pott? Da ist der Pott. Ihr dürft falsch schießen, ne? Ihr müsst da nicht bis zur letzten Sekunde warten. Oh, der Feind schießt schon auf mich. Oh, ich bin gleich tot. Zurückschießen? Ich weiß ja nicht. Hallo, schieß doch! Oh. Wieso schießt du? Achso, du bist so ein Boulder. Schießt du so komisch, deswegen. Wieso feierst du schon wieder da hinten rum? Ach, ich will es gar nicht wissen. Egal, ich muss nur den Pott zerstören, dann ist alles gut. Und ich muss speichern, sonst muss ich gleich alles nochmal spielen. Weil die Auflösung in den Videos ja so kacke ist. Und wieso fährst denn du jetzt davor? Habe ich gesagt, du sollst da hinfahren. Wie kaputt ist denn die Wegfindung, dass es für eine gute Idee hält, da hinzufahren? Die Finger hat definitiv zu wenig bezahlt. Viel zu wenig. Tschüss. Oh. Kommt jetzt ein Video? Dass ich auch immer wieder abbrechen und neu starten muss, ist... Aber wie gesagt, sonst hat man diesen fetten schwarzen Rahmen um die Videos und den finde ich leicht unschön. Sie haben den Feindling-Pod zerstört. Es befinden sich keine Feindling-Einheiten mehr auf Dukbar Max und die Kommunikationssatelliten-Relaisstation ist wieder sicher. Fick dich doch. Hey, 23.000 Punkte. Ja, entfernen. Das Spiel sollte man von seinem Rechner entfernen. Gebaute Militärmaschinen, der hat fünfmal so viel. Alter.
du mich verarschen? Das wird viel weniger Ressourcen. Scheiß Cheater hier. Fortsetzen. Moment, gab's nicht noch irgendwo? Oh Gott. Das ist jetzt nicht die Mission, die ich denke, dass sie ist, oder? Oh Gott. Nein, nein, nein. Das korinthische System liegt zwischen unseren äußeren Kolonien. Es besteht auf einer gelben Sonne. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Es finden sich eine kleine Anzahl neu kolonisierter Planeten. Die liegen berichten über vermehrte feindliche. Moment, das habe ich schon gelesen, oder? Nein, nein. Ah, jetzt bin ich richtig bei Graco. Spacko. Was nein? Graco ist der dritte Mond des gasförmigen Riesen Artios. Es ist ein kleiner felsiger das ist dieser Mond mit einer kargen Oberfläche infolge seiner minimalen Atmosphäre und der häufigen Meteorregen. Oh Gott. In der Nähe von Atticus wurde ein feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir haben den genauen Standort des Stützpunktes ermitteln können. Er liegt auf Graco, dem dritten der vielen Atticus-Monde. Berichten zufolge ist die Feindstärke auf diesem Mond relativ gering, da die Absetzung des Pols durch den Feind erst vor kurzem erfolgte. Da nur geringer Widerstand zu erwarten ist, wird Graco als ideale Gelegenheit für einen Feldversuch unserer neuesten Angriffseinheit betrachtet. Diese Einheit haben unsere technischen Einheiten auf der Heimatwelt unter Verwendung verschiedener Berichte und Entwürfe entwickelt, die bei Spionagemissionen zusammengetragen wurden. Die Einheit hat den Decknamen Gorilla. Für den Test wurde ein feindliches Minengebiet ausgewählt, das den Ausbau weiterer feindlicher Stützpunkte auf Graco begünstigt. Ihr Befehl lautet nun, alle Minen und Schmelzwerke in diesem Gebiet mit Hilfe von zwei Gorilla-Einheiten zu zerstören. So können wir die Durchschlagkraft dieser neuen Einheit testen und gleichzeitig dem Feind, der sich auf Graco breit zu machen versucht, einen empfindlichen Schlag versetzen. Der Gorilla wird von einem minimalen Unterstützungsdruck begleitet. Ende der Nachricht. Das stören sehr von den Minen und Schmelzwerke. Sagen Sie, fürs Mist ein Gorilla im Leben bleiben. Oh nein. Wir haben. So, und ja, es gibt hier leichte Probleme in einigen Missionen. Das wird das Spiel jetzt sehr viel interessanter machen, wenn ich nicht richtig rauszoomen kann, sondern so bleiben. Oh Gott. Das ist ja großartig. Darf ich es? Wirklich? Oh. Das ist ja viel schöner, weil das Spiel wäre sonst zu leicht. Hier musste man irgendwo was einnehmen, das weiß ich noch. Ich habe noch keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Das wird jetzt richtig geil. Zielort bestätigt. Ich weiß noch, dass irgendjemand mal das Spiel angefangen hat zu spielen und an der Mission wohl verzweifelt ist und dann abgebrochen. Hallo! Würdet ihr euch mal dahin bewegen? Danke. Boah, Alter. Aktion angelaufen. Ah. Ich weiß schon mal, was ich einnehmen muss. Schnell, halt ihn auf. Der Feind braucht nicht noch mehr Ressourcen. Was? Ach, wirklich? Jetzt schon? Du hast nur Nahkampfangriffe, ne? Nein, ihr könnt auch, okay. Dann gehst du mal dahin. Muss erstmal die Ressourcen hier erobern. Ja, irgendwo hier muss noch ihr Schmelzberg stehen. Ach, dieses verfickte Verflimmern, das geht mir so auf den Sack, der Wahnsinn. Ich nehme einfach mal das hier.
Ah, ich kann die Gebäude noch stellenweise sehen. Sehr gut. Und ich bin unten, wie es aussieht. Gebäude 1, Ort bestätigt. Ja. Nur danach muss ich ein Zivilwerk noch bauen und... Ich weiß auch, dass man hier schnell den nächsten Punkt einnehmen wollte, weil sonst der Feind einen überrannt hat, oder... War das das, wo man einfach nur endlos... Ressourcenkrieg geführt hat? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich gerade keine Lust. Wir machen das dann... Oh, höchste Punktzahl, toll. Ich habe schon 11 Szenarien gespielt von... Ja... Von 5 Fall irgendwie so gar nicht zählen, ne? Ist das reicht für heute? Man muss nicht immer 5 Stunden Machines aufnehmen. Im Prinzip muss man Machines gar nicht aufnehmen. Also das ist natürlich die beste Art und Weise, Machines zu spielen, gar nicht. Ich darf jetzt das Zeug noch ein wenig schneiden wegen den Videos und allem und sagen wir Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und wer sagt, das Spiel ist einfach, der soll sich bitte erschießen. Das ist für alle das Beste.